Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Tag persönlicher Koch. Und heute ist einer der am meisten gewünschten Gäste da und ich bin sehr froh, ihn willkommen heißen zu dürfen. Markus ja. Rühl, eine absolute Hallo. Legende hier ja. bei mir in der Küche. Ja, vielen Dank für die Einladung. Markus, schön, dass du hier bist, wirklich. Ich freue mich sehr. Es ist was Besonderes für dich, kochen zu dürfen, weil ich glaube, du bist ein bisschen bekannt für Dinge, ja. die du gegessen hast, die vielleicht auch ein bisschen anders sind, als was ich hier in meiner Küche veranstalte. Ich bin jetzt nicht der Gourmet, ne? Also ja. ich habe viele Dinge essen in meiner Karriere, die nicht so lecker waren, deswegen vielen Dank, dass ich heute so ein köstliches Menü hoffentlich ja. genießen darf bei dir. Unbedingt. Du kriegst natürlich Frühstück, Mittag, Abendessen. Wow, okay. Du musst ein bisschen deine Gourmet-Skills heute einsetzen, weil mhm. du wirst jedes Essen bewerten müssen. Und zwar von 0 bis 10. Okay, ja. Bin ich sehr gespannt, was du sagen ja. wirst. Erstmal eine Auswahl. Wir machen zum Frühstück Steak und Eggs mit Frühstückskartoffeln. Ich habe hier zwei schöne Steaks ja. eingekauft. Steak gab es wahrscheinlich viel bei dir, aber wahrscheinlich weniger so fettiges, ne? Ja, es gab dann schon eher das Filet, ne? Mhm. Oder halt auch viel Leber, Nieren, also sehr mageres Fleisch. Hm? Ich tendiere dann eher so ein bisschen zu dem... Ja, dann bist du der Feinschmecker. Wir haben hier nämlich einmal ein US Beef, das ist okay. ein Entrecote, nee, ein Ribeye. Ja, Ribeye. Und hier drüben haben wir ein Wagyu Rumsteak. Das heißt... Dann nehmen wir das Rumsteak, ja. Dann nehmen wir doch das Rumsteak, da ja. wird sich was gegönnt. Ich habe eine Frage an dich, Markus. Ich habe ja. dich im Vorfeld gefragt, müssen wir einen Proteinbedarf decken? Und du hast gesagt, koch einfach, Hauptsache ist gesund. Daher habe ich mich gefragt, muss es nicht mehr wirken, nur noch schmecken? Es muss auch schmecken, nicht nur wirken. Heute haben wir es ein bisschen rumgedreht, ne? Ja, es muss also auch schmecken. Das Gourmet ist schon ein bisschen mehr rausgekommen. Ich bin auch jetzt ein Genießer. Ne? Also es ist jetzt, ja, ich glaube, 20 Jahre lang mit Thunfischshake und Reiswaffeln mit Protein. Das Eiweißpulver war eher so Fensterkit. Ne? Das war so altes Milchprotein, das angerührt, war fest. Ne? Ja. Hast einen Joghurt oder einen Quark gehabt. Das war ja gar nicht so gang und gäbe. Also hast du früher, und so bin ich ja groß geworden, alles über die Ernährung, Funktionalität reingekriegt. Und dann kam das Thema Saft. Und das ist auch das Nachhaltigste eigentlich, ne? dass man schaut, dass man das meiste schon über Ernährung deckt. Nahrung sollte immer an erster Stelle sein. Ja, gutes Stichwort. Nahrung, ich glaube, ich zauber hier mal ein bisschen. Du kannst dich wirklich wie zu Hause fühlen. Wenn du magst, mach's dir gemütlich, kannst natürlich auch ein bisschen zugucken, worauf du Lust hast. Wirklich. Ich komme ab und zu und schau mal über die Schulter. Ich finde das sau spannend. So machen wir es. So machen wir es. Geht auf jeden Fall flott. Also gleich gibt's was zu essen. Starten wir mit dem Steak und das ist wirklich eine Schönheit. Ich meine, ich lasse mich nicht lumpen. Ne? Wenn der Magus zu Besuch ist, dann wird gezaubert. Dann wird auch gut eingekauft. Wir haben ein australisches Wagyu 9 Plus Marmorierung. Es ist wirklich wunderschön. Ich nehme das Fettstück ab und lasse das ein wenig in meiner Pfanne aus, sodass wir dann quasi das Steak im Eigenfett braten können. Das ist einfach schön. Pfanne ist heiß, wir machen das in einer richtig dicken gusseisernen Pfanne. Guck mal, was da wirklich direkt an Fett rauskommt. Ich meine, es ist ja auch einfach pures Fett, aber trotzdem einfach schön anzusehen. Wir werden das scharf anbraten von beiden Seiten und dann kurz während der restlichen Vorbereitung im Ofen ruhen lassen. Ich salze schon mal mein Steak von allen Seiten ordentlich. Da geht dann auch mal der Griff wieder in die Blockbox. Ne? Übrigens das letzte Blockprodukt, was noch erhältlich ist. Brett und Scraper sind ausverkauft. Wir werden natürlich nachproduzieren, aber wenn ihr Lust habt auf so eine Box, wisst ihr ja, wo die zu finden sind. Ne? Blog.shop. Normalerweise, ihr wisst es, bei Steak immer gerne noch mit Knoblauchpulver und so Spielereien unterwegs. Hier tut es einfach nur Salz. Ich mache nicht mal Pfeffer. Das Fleisch ist übrigens schon eine ganze Stunde draußen. Ich habe das ein bisschen auf Temperatur kommen lassen. Aber ich glaube, für das, was wir hier gerade machen, so ein schönes Breakfast-Steak, ist das perfekt. Okay, scheiße. Wir haben gerade Markus gefragt, wie er gerne das Steak hätte. Und der hat gesagt, well done. Ein Tag persönlicher Koch. Keine Fragen. Keine Fragen stellen. Steak in die Pfanne hinein, vom Körper weg. Ordentlich andrücken und jetzt einfach ruhen lassen. Hier drüben habe ich übrigens was vorbereitet. Ich habe eine Kartoffel einfach wie folgt geschnitten. Ich zeige es euch einmal, weil es ist echt eine geile Sache fürs Frühstück. Einfach Kartoffel schneiden in Scheiben, dann so Stifte rausschneiden und Würfel. Und diese Würfel habe ich jetzt vorgekocht, damit es gleich ein bisschen schneller geht. Ihr könnt diese Würfel später aber auch einfach in eine Pfanne geben, 20 Minuten lang durchschwenken, sodass sie gleichmäßig erhitzt werden. Und dann habt ihr perfekte Frühstückskartoffeln. Und das ist wirklich geil, weil in Deutschland isst man das kaum. Für unser Steak mache ich eine kleine Chimichurri-Soße. Das heißt Petersilie, jede Menge Petersilie. Einfach ganz fein hacken, dazu ein bisschen Knoblauch, Chili, das machen wir. Gucken wir uns mal unser Steak an. Oh, das ist eine Kruste. Und ein bisschen Fett wieder in die Mitte spielen, platzieren. Wunderschön. Die wird aber noch krasser. Ich flippe das noch ein paar Mal hinten raus. Das wird richtig geil. Ich lege noch was auf Steak drauf, sodass es noch besseren Kontakt bekommt und eine gleichmäßige Kruste erhält. Petersilie ist geschnitten. Die gebe ich mir hier einmal in eine Schüssel hinein. Bisschen Chili. Markus mag es nicht zu gern scharf. Das ist wirklich eine Kruste, wie sie im Buche steht. Zu so einem Chimichurri gebe ich jetzt noch ein bisschen Weißweinessig und natürlich jede Menge Olivenöl. Ist jetzt nicht perfekt für die Gains, aber man muss ja auch nicht so viel Chimichurri nehmen. Einfach so ein kleiner Teelöffel macht jedes Steak besser. Muss schmecken mittlerweile.
Wir vernachlässigen natürlich nicht die Seiten. Guck mal, wie wunderschön das in diesem ausgelassenen Fett blubbert. Und das Schöne ist halt wirklich, dadurch, dass Markus es well done bestellt hat, können wir halt die beste Kruste ever ziehen. Ne? Das ist wie ein Chip. So Markus, wir sind schon in den letzten Schritten. Hier drin habe ich die Kartoffeln. Was wäre so ein klassisches Frühstück für dich früher gewesen? Relativ banal. Haferflocken, Milch und Eiweißpulver. Jeden Morgen? Eigentlich schon, ja. Wie lang? Ich glaube, 10 Jahre lang. Wäre, glaube ich, nichts für mich. Ja, aber sieht Luxus, man auch. Ein Luxusartikel war schon mal ein paar Rühreier oder so. War dann einfach an der Haferflocke Milch. Ne? Das waren 3 Sekunden. Ja. Dann warst du fertig. Ja, ich stelle mir das. Oh, ich habe ja ganz die Gewürze vergessen vor lauter Quatschen. Wir hauen natürlich an die Kartoffeln auch noch ein bisschen Cayennepfeffer. Du magst es nicht so gerne scharf, ne? Nicht ganz so scharf, nee, da bin ich auch wieder raus. Ja, Gewürze sind ja okay, aber wenn du dann fast denkst, du verlierst das Bewusstsein. Ja. Also, gutes Essen, gesundes Essen, gute Mischkost, gute Zutaten. Ja. Da geht es dem Körper gut. Ich denke mal, wenn du was gegessen hast, was schmeckt und dir geht's gut danach, dann war das auch sauber. Ja? Absolut. Und alles andere ist, boah, so, dann würde ich sagen, echt saulecker aus jetzt. Scheiße, ich krieg jetzt echt Hunger. Ohne Mist. Ich richte das Ganze jetzt schön an und dann sehen wir uns gleich am Tisch wieder. So Markus, es ist Zeit für Frühstück. Hey, ja, geil, Hammer. Ich hoffe, der Garpunkt passt. Ja, das ist gut. Ja, lecker. Also vielen Dank erstmal. Ja, gerne doch. Also erstmal zu verstehen, was jetzt alles ist. Mhm. Kartoffeln, Spiegelei, Rumpsteak, sag ich jetzt mal als Banause. Und das ist so ein Kräuterpesto, oder? Mhm. Das ist ein Chimichurri. Also im Prinzip ein bisschen Öl, frische Kräuter. Da ist noch ein bisschen Limette drin, ein bisschen Knoblauch, ganz bisschen Chili, weil ich wollte dich nicht wieder verbrennen. Das ist es im Prinzip. Hammer. Super, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Teller hoffentlich aufgegessen ist. Was soll ich sagen, ne? Max, wie man beim Teller schon sieht, er ist ausgeleckt. Ne? Sensationell. Also ja, Kompliment ohne Scheiß. Ist eines der besten Steaks, das ich je gegessen habe. Wow. Das ist jetzt nicht nur, weil die Kamera läuft oder weil du jetzt neben mir sitzt. Es ist sensationell gewesen. Also das Kompliment aus höchstem. Und ich habe schon das eine oder andere Stück Fleisch gegessen in meinem Leben. Glaube ich. Hammer. Wie sagt man so beim Promi-Dinner? Meine Tendenz ist 11. von 10. 11 von 10? Das ist ja. 11 von 10 zum Frühstück. Ja, ja, also du, die schmecken mir fast noch besser als das. Ja, ja, ich bin Weltrekord gesprungen eben. Mama mia. Richtig gut. Man hat echt gemerkt, die hat es geschmeckt. Und das macht mir Freude. So Gäste habe ich am liebsten, wo man auch weiß, es mundet, es schmeckt. Nein. Ich war auch sehr zufrieden. Also das könnte ich auch jeden Morgen essen. Vielleicht ein bisschen mächtig für jeden Morgen, aber auf so einen Sonntag ist das, glaube ich, der perfekte Start in den Tag. So ein englisches Frühstück, ne? Deftig. Ich bin ja eh so ein Mensch, der auch gern deftig isst, auch morgens, ne? Nach 20 Jahren Haferflocken mit Milch. Also es war mir ein Genuss. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Es wird ein bisschen leichter zum Mittagessen. Ich würde sagen, wir begeben uns in die Küche, bereiten ein bisschen was vor und dann können wir gleich Markus wieder begrüßen, denn das wird wirklich, wirklich lecker. Ich habe hier ein wunderschönes Thunfischsteak, welches wir zu Tartar verarbeiten werden. Deshalb schneide ich es in kleine Würfel, ungefähr 1 cm groß. Und das ist aber nicht alles. Wir haben hier ein wunderschönes Sauerteigbrot. Das werde ich in Scheiben anrösten. Und dann schichte ich das Tartar abwechselnd mit Avocado. Also Avocado, Thunfisch-Tartar mit Sauerteigbrot. Einfach, schnell und vor allem lecker. So, ich schneide mir hier raus so Scheibchen. Auch hier, ne, ganz wichtig, wie immer, der Einkauf. Beim Frühstück war es der Einkauf, hier ist es der Einkauf. Man muss einfach gucken, dass man vernünftige Sachen kauft. Sonst bringt es nichts. Also gerade wenn man so mit Fisch, mit Fleisch arbeitet, muss halt die Qualität stimmen. Und dieses Thunfischsteak ist Sashimi-Qualität. Das heißt, man kann es roh essen. Sollte man auch roh essen können, weil beim Tartar bleibt es auch roh. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine genussvollere Art, Thunfisch zu konsumieren, als damals in den Thunfisch-Shakes. Lieber Thunfisch-Steaks als Thunfisch-Shakes. Ist das eine These, der Markus zustimmen würde? Ich werde ihn gleich fragen. Er ist gerade bei Worldwide Wohnzimmer. Alright, dann schneide ich daraus einfach Streifen. Die Streifen dann wiederum. Das sind Thunfischnudeln quasi. Die schneide ich dann in Würfel. Und der ist so zart, dass er schon ein bisschen auseinanderfällt. Aber so darf es sein. So soll es sein. So habe ich es mir gewünscht. Alles passt perfekt zusammen. Wie geht es nochmal weiter, das Lied? So soll es sein, so soll es bleiben. So habe ich es mir gewünscht. Digga, das ist wirklich schlimm. Ich bin alt. Irgendwie sowas, Digga. Keine Ahnung. Das war so ein Radiolied, als ich jung war. Was sagen jetzt alte Menschen? Der Thunfisch ist in Würfel geschnitten, das heißt, wir können jetzt ein paar Zutaten hinzugeben. Zum Beispiel helle Sojasauce, Sesamöl, ganz wichtig für diesen klassischen asiatischen Taste, etwas Reisessig. Dann rühren wir schon mal ein bisschen durch, damit die Säure nicht gart. Sage ich jetzt einfach, ich habe gerade Angst, dass das passiert. Ein Spritzer Limette. Hier wieder schön durchrühren. Und das toppen wir am Ende mit ein paar Sesamkörnern. Ich gebe jetzt aber schon ein paar dazu, dass sie dazwischen sind. Das sieht einfach schön aus. Und wirklich, wie sich das jetzt gerade geruchlich verändert hat und was das auch mit dem Geschmack macht, weil so ein Thunfisch-Tartar ist ja nicht so geschmacksintensiv. Aber jetzt, riech mal bitte. Boah.
hast du wirklich die ganze Breitseite. Richtig geil, schöner asiatischer Touch. Normalerweise kann man da jetzt noch Koriander dazu machen. Mag der Markus nicht so gerne. Aber ein bisschen Chili kommt noch dazu. Ein bisschen durchhacken. Nehme ich da so eine Messerspitze von mit rein. Nicht, dass Markus wieder das gleiche Erlebnis hat. Ganz fein hacken. Davon ein bisschen was dazu. Eine Zutat fehlt noch. Ein wenig frisch geriebener Ingwer. Und dann ist das das Leckerste und Schnellste, was man mit einem Thunfisch anfangen kann. Mm. Geil. Richtig geil. Das schmeckt richtig gut. A little Petersilli. Sieht das nicht einfach schön aus? Diese einzelnen Würfel, die Farbe, die Sesamkörner. Einmal durchrühren. Und das lassen wir jetzt auch schön kühl gestellt. Treue Zuschauer erkennen, was das hier ist. Das ist mein absolutes Lieblingsbrot. Ein Sauerteigbrot von einem Bäcker hier um die Ecke. Wirklich könnte ich zu allem essen. Es ist knusprig, es ist saftig, es hat so einen richtig schönen entwickelten Sauerteiggeschmack und die perfekte Begleitung zu unserem Tartar. Ich schneide ein paar Scheiben und röste die. Schneiden wir jetzt ein paar Avocado-Würfel. Und sie hat wirklich eine buttrige, weiche Textur. Hier sind unsere Avocado-Würfel, an die gebe ich ein wenig Salz. Dann kommt noch ein Spritzer Limette dazu. Wenn die gesalzen ist, gebe ich dir eine Schüssel. Das ist ungefähr so viel wie unser Thunfisch-Tatar. Perfekt. Behutsam ein wenig durchrühren, sodass wir die einzelnen Würfel haben. Dann geben wir ein bisschen Limette dazu. Zack, zack. Dann rösten wir das Brot zu Ende und dann können wir auch schon anrichten. Haben wir das früher mal gemacht, ne? Ja, sehr gut. Ja? Und funktioniert, guck mal. Da ist ja. Das ist eine ordentliche Portion diesmal. Ja, wir haben ein Avocado-Tuna-Tatar mit geröstetem Sauerteigbrot. Mit Avocado. Ich liebe Avocado. Ja? Siehst du mal. Sehr gut. Der Hunger ist zu groß, ne? So. Das dachte ich mir auch, ist so was Schönes, ne? Nachdem wir schon ein üppiges Frühstück hatten. Einfach so auf dem Sauerteigbrot machst du dir immer so einen schönen Happen fertig. Schade, dass es nicht schmecken könnte, ne? Das ist so ein Geschmacks-TV, ne? Ja. Ich glaube, das sollten wir uns jetzt genehmigen und uns dann gleich zur Bewertung wiedersehen. Mit dir gibt es nur leere Teller, Markus. Ja, ich weiß, ich bin eine gute Hausfrau, ne? Weil die macht die Teller leer. Morgen scheint die Sonne hier in der Ecke. Also Teller leer, war sehr, sehr lecker. Die Kombination zwischen Thunfisch-Tatar und einem Avocado. Schön geschnitten, lecker gewürzt oder ein paar Limonenscheiben. Und das Brot, also ich bin sprachlos. Freut mich sehr. Du kannst öfter kommen. Ja, du kannst mich gerne öfters anrufen. Ja, ich komme. Du isst vor allem auf, das ist gut. Nein, wirklich, also ich bin ohne Worte. Ja, ich war ja vorhin schon bei 11, ne? Jetzt muss ich auf 12 gehen. Weil, ja, okay. Ja, weil mehr geht nicht. Ja. Also wirklich Hammer. Also es macht richtig Spaß. Ich glaube, wir machen jetzt noch ein Abendessen, lassen uns da noch mal richtig krachen. Ja. Dann gucken wir mal, ob die 13 drin ist. Mal schauen. Also ich glaube, da kann man schwer dran anknüpfen, aber ich gebe mir natürlich Mühe. Ja. Zum Abendessen geben wir uns noch mal richtig Mühe, denn wir machen etwas ganz Besonderes. Wir machen ein ganzes Hähnchen mit Ofengemüse. Deshalb kümmere ich mich erstmal ums Ofengemüse. Ich habe ein Backblech, das werde ich gleich einfach drunter legen, wenn ich das Hähnchen in den Ofen schiebe. Und darauf schnibbel ich einfach ganz grob ein bisschen Gemüse. Ich habe ein paar Pastinaken. Das ist so ein Ding, das erledigt sich quasi von selbst. Ein paar große Stücke Karotten. So. Und so laden wir einfach das ganze Backblech voll. Ich viertel noch ein paar Drillingskartoffeln, ein paar Gewürze dazu, ein bisschen Zwiebel, ordentlich Knoblauch. Und dann kann es nur gut werden, wenn das gleich unter dem Saft vom Hähnchen gart. So, jetzt gebe ich noch ein, zwei Stifte Rosmarin dazu. Es sieht schon wunderschön aus und es kann auch nur gut schmecken. Um den Anfang ein bisschen zu unterstützen, wo noch kein Fett vom Hähnchen tropft, ein wenig Olivenöl, eine Prise Salz, etwas Pfeffer. Und dann mengen wir das ein wenig durch. Ofengemüse ist eh einfach OP. Man kann einfach irgendwas im Ofen machen, packt ein bisschen Gemüse dazu und hat eine fertige Beilage. Das ist einfach wunderschön. Und es ist einfach frisch gekocht. Jetzt habe ich was vorbereitet. Und zwar seht ihr hier ein Maishähnchen, das ich schon gestern vorbereitet habe. Ihr seht, es liegt flach, denn wir haben die Wirbelsäule entfernt, sodass man es flach ausbreiten kann. Das hat einen ganz bestimmten Grund. So kann die Hitze gleichmäßig die Schenkel und die Brust garen. Wenn du das Hähnchen sonst kompakt zusammen hast, funktioniert das nicht so gut. Und falls ihr euch fragt, was das hier oben drauf ist, das sind Backpulver und Salz, die ein bisschen die Feuchtigkeit nach oben holen, sodass es extra knusprig wird. Eine weitere Sache hilft dabei, dass es extra knusprig wird. Das hier ist Mayonnaise. Das Rezept ist von Kenji Lopez Alt, einem meiner absoluten Favorites. Wir machen Folgendes. Ich schnibbel ein bisschen Salbei. Dann nehme ich mir Rosmarin, ziehe den einfach hier ab. Wir machen nämlich jetzt so eine kleine Kräutermayonnaise. Und falls ihr euch gerade fragt, was geht jetzt ab, was macht der hier? Das hat jemand gemacht, der viel schlauer ist als ich. Denn dadurch, dass wir gleich eine Schicht Mayonnaise auf das Hähnchen auftragen, frittiert es quasi in dieser Mayonnaise, die ja nichts anderes ist als Fett und Ei. Und dadurch, dass da Ei dabei ist, hält das an Ort und Stelle. Wenn man Butter drauf macht, läuft sie runter und so sollte es perfekt rundum frittieren. Einmal durchhacken.
Und dann geben wir das in die Mayo hinein. Mit einem kleinen Löffel Chimichurri. Habe ich mir jetzt einfach überlegt. Wird schon klappen. Jetzt ordentlich durchrühren. Und fertig ist unsere Kräutermayo, die ich jetzt hier einfach auf unser Hühnchen drauf gebe. Packe ich mir einen Handschuh und dann gibt es eine ordentliche Massage. Einfach die Mayonnaise an allen Stellen auftragen. Nicht zu dünn, nicht zu dick, vor allem gleichmäßig. Beginnen wir, indem wir unser Ofengemüse in den Ofen geben. Das kommt schon mal rein. Unser Hähnchen, das wir einfach oben drüber setzen. Und so schließen wir jetzt die Ofentür für mindestens 30 Minuten bei 230 Grad Ober-Unterhitze. Kümmern wir uns jetzt um unsere Soße. Wir schneiden einfach so 2-3 cm Stücke und die rösten wir gleich so richtig kräftig an. Dafür gebe ich ein wenig Olivenöl. Hähnchen, Rind. Und jetzt keine falsche Scheu. Gucken, dass es einmal ordentlich Kontaktfläche hat. Und jetzt einfach auch mal ein bisschen Geduld haben. So, der Abzug ist euer Freund, Leute. Ich muss ein bisschen lauter reden. Aber guckt euch mal die Farbe an, die wir da schon dran bekommen haben. Von allen Seiten rösten wir das ein bisschen an. Denn da steckt richtig Geschmack drin. So, jetzt geben wir ein bisschen Gemüse dazu. Da kann man nehmen, was man da hat. Sellerie, whatever. Ich habe Karotten, Pastinaken und Schalotten. Geben wir mit dazu. Und auch die werden ordentlich angeröstet. So, wenn das ein bisschen gebraten hat, wenn sich ordentlich Röstaromen am Boden gebildet haben, können wir mit einem guten Stück Weißwein ablöschen. Ich muss hier drüben sprechen. So deglasieren wir die Pfanne und die Röstaromen lösen sich quasi in die Flüssigkeit auf. Man sieht es richtig schön. Der Boden ist jetzt wieder komplett sauber. So, wenn es wieder leicht beginnt zu zischen, schütten wir ein bisschen Brühe drauf. Das kühlt das Ganze ab. Und wenn das beginnt zu köcheln, dann können wir es ein wenig runterstellen. Und zu guter Letzt gebe ich noch ein paar Kräuter dazu, die einfach noch mehr Geschmack in die Soße abgeben. So lassen wir das jetzt köcheln, dann seihen wir es ab und binden die Soße ein wenig an. Kommt mal her, Leute, schaut euch das bitte mal an. Das Hühnchen ist jetzt fertig, hat eine wunderschöne Farbe bekommen. Ohne Witz. Es ist einfach nur perfekt. Es hat eine Kruste, die wirklich unvergleichlich ist, erhalten. Sie köchelt förmlich und hier unten drunter sieht man wirklich, da ist Flüssigkeit, da ist Juice. Was willst du mehr? Ganz ehrlich, was willst du mehr? Die Soße ist auch schon fertig und wir können anrichten. Das ist nochmal eine ordentliche Portion zum Abschluss. Trommelwirbel. Und guten Appetit. Ein ganzes Hähnchen aus dem Ofen. Jeder kriegt eine Brust, jeder kriegt einen Schenkel. Ich habe dir die Soße separat gemacht, dass du so ein bisschen so die Knusprigkeit noch hast vom Hähnchen. Die Zuschauer wundern sich vielleicht, es ist noch ein Salat aufgetaucht, weil wir haben gesagt, noch was Frisches dazu kann auch nicht schaden. Feldsalat, Vinaigrette, Schalotten, ist nichts Besonderes. Ess jetzt erstmal den Salat. Ne? Guck mal, wer hätte das gedacht? Da liegt ein Hähnchen auf dem Teller und Markus Rühl isst zuerst den Salat. Erstmal den Salat, ja. Sensationell. Also Hammer-Salat. Ja. Du könntest zum Veganer werden hier. Ich bin jetzt mal ein Banause. Bitte, komm, ja, tust so dir gleich. Ja. Fühlst du dich nicht so allein. Mhm. Guck dir mal den Glanz vom Hähnchen an. Ja, und das schmeckt noch besser, wie es aussieht. Also, das schreibst du übertroffen, glaube ich, heute. Ich dachte mir auch, dass es lecker wird, aber ein Hähnchen so zuzubereiten, ist wirklich die einzig richtige Art und Weise. Oh mein Gott. Das sieht sehr schön aus. Wow. Ein letztes Mal ist er leer, der Teller, oder? Aber es war nicht so leicht. Das war eine große Portion, auch für den Markus Rühl, oder? Muss ich ganz ehrlich zugeben, das war eine sehr, sehr leckere, aber sehr ausreichende Portion. Aber trotzdem, ihr seht, der Teller ist leer und es hat hervorragend gemundet. Also ich bin sehr glücklich, mein Bauch ist happy. Vielen Dank für das tolle Essen. Unbedingt. Es waren jetzt 3 Mahlzeiten, die haben sich gegenseitig immer mehr übertroffen, bin ich ganz ehrlich. Super angefangen und das Highlight war natürlich jetzt Max. Also Punktezahl, was soll ich dir sagen? Du sagst 10 ist das Highlight, ja? Ich war bei 12, jetzt bin ich bei 20, also ohne Scheiß. 20! Das ist, der All-Time-Record, die höchste Punktzahl aller Zeiten. Es hat sich ja immer mehr aufgepauscht, jemand musste multiplizieren, nicht addieren und das ist, mehr geht nicht. Wirklich, kann ich nur Danke sagen für die lieben Worte. Ja, war ein geiles Video, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da, wenn es so ist, wenn es so war. Schaut bei Markus vorbei, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Liebe Grüße, ciao.